Hey Leute, willkommen zurück zu We Happy Few. Die alte spinnt gerade ein bisschen. Too many penguins. Just lots of penguins. Everywhere. Mom. Dad. Ja. Es ist was Dummes passiert, Leute. Und zwar habe ich letztes Mal die Seuche geholt. Ja, ich weiß. Ihr habt es besser gewusst und habt mir gesagt, mach das nicht, die Seuche tötet dich. Ja, es passiert. Und jetzt bin ich hier rübergelaufen, wollte diesen Auftrag hier erledigen. Obtain the Power Cell. Und der ist jetzt fehlgeschlagen, weil ich bin leider gestorben. Weil, ja, man kippt halt irgendwann um mit der Seuche und ist tot. Dann habe ich ein paar Gegenstände verloren. I know you do. You have the precious fluid. Ja, ja, ja. Und musste wieder von meinem Lager aus anfangen. Das ist wirklich geschehen, nachdem ich... I know you do. Boah, halt mal die Backen. Wo habe ich jetzt den Honig? Wo ist der Honig? Ich habe eben nochmal Honig holen müssen, da ich hier über die Brücke komme. Als Toll. Als, ja, als Passiergebühr. The precious fluid. Oh, guck mal, da liegt einer. Soll ich vielleicht mal hingehen? Ja, nein. Das tötet mich. Das weiß ich wohl. Auf jeden Fall, ja, darf man sich nicht mit dieser Seuche anstecken, denn die tötet einen definitiv innerhalb kürzester Zeit. Ich hatte eine Joypill drin, hat aber nichts geholfen. Keine Ahnung, diese Joypill, die hilft wohl nur, wenn wir unterwegs sind unter den Nicht-Downern. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, was ist denn hier los? Ich will nicht rennen, danke. Unter den, ja, Nicht-Normalen, unter denen, die unter Drogen stehen einfach, ne? Ich bin thirsty. Sag mal, ich bin gerade erst hergelaufen. Schon bin ich wieder müde und hungrig, oder was? Durstig. Ich glaub, ihr habt einen Rappel, du. Da, trink mal einen Schluck. Danke. So, hier hätte ich Ralph retten sollen. Wie gesagt, ich habe es leider nicht geschafft. Der wurde totgeprügelt, weil ich gestorben bin, scheinbar. Ne, da ist er ja noch. Hey, Ralph. Ralph. Ich weiß auch nicht, was er hier gemacht hat, aber scheinbar hat der Power Cells genascht. Die liegen hier überall rum. Und ich brauche eine volle Power Cell. Weißt du da was, Ralph? Herr Ralph. Ralph. Nö, der steht halt da nur rum. Kann ich nichts machen jetzt bei ihm. Scheinbar ist die Quest fehlgeschlagen, aber ich habe sowieso nicht erwartet, dass es allzu weit geht, das Spiel. Weiß ich nicht. Also ich werde es sowieso nicht so lange spielen. Ruhig. Ist mir doch egal. Ich kenne dich auch nicht, du Schabracke. Ah. Immer diese Schabracken. So, da unten ist auf jeden Fall noch die Constable's Keycard. Vielleicht muss ich dafür einen Constable umklatschen. Kann ich gerne machen. Die Typen sind mir sowieso sehr suspekt. Also ja, man kann hier, wohl wie es aussieht, nicht sterben. Man wacht jedes Mal, wenn man tot umkippt, wieder auf in so einem kleinen Bunker und muss dann dort alles wieder sammeln, was man verloren hat. Also nein, man behält sein gesamtes Inventar. Es ist nur so, dass man zwei, drei Sachen verliert während dieses Aktes Sterbens. Ist aber nicht weiter tragisch. Also. Oh, ein Branch und ein Mushroom. Die haben mir überall diese Fallen aufgestellt und denken jetzt ernsthaft, dass das was helfen würde. Na, ich weiß ja nicht. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde hier jemand aufpassen. Oh, Inventar ist voll. Warte mal. Ja. Wollte eigentlich springen, aber naja. Metal Bits. Empty Pill Bottle. Ups. So, was habe ich denn jetzt alles mitgehen lassen? Zeig mal her. Die kann weg. Die kann weg. Ich weiß gar nicht, was die gut sind, die Empty Pill Bottles. Das sagt einem ja auch keiner. Ein Bucket, ein Eimer. Empty Power Cell. Ich habe noch mehr Empty Power Cells. Kann ich die? Nee. Huh. If only you had some Motilin to put in it. Was ist Motilin? Das weiß ich nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Wir holen uns erstmal die Keycard vom Constable. Ja, heul doch. Ihr habt Probleme hier. Die heulen wahrscheinlich aus irgendwelchen mir unerfindlichen und total unlogischen Gründen. Was? Apples for the citizens of Wellington Wells only. Get through the fenced area. Hallo Constables, ihr habt bestimmt was dagegen, ja?
Ja, da ist die Keycard. Warte mal, ich hab doch meinen feinen Anzug nicht dabei. Verdammt, warum habe ich meinen feinen Anzug nicht dabei? Oi, you! Move along! So are they all? All honorable men. London bridges falling down. Lovely weather. Right as rain, sir. Right as rain. Ich nehme meine Joypill, vielleicht darf ich ja dann durch. Worries. Ist das schön hier? Na, Constable. Lovely day for it. All right. Lovely weather. Right as rain, sir. Come on out of there. Ich muss es. Why don't you and I go find a right. That cuts it. Boss. We've got a downer here, haven't we? Right. No more, Mr. Nice Guy. Oh, die klatschen mich ja um. Au, verdammt nochmal. I had it with you. Au! Ey, ihr Pennergesichter! Warum schmeißt ihr jetzt mit Steinen nach mir, hä? Ich hatte kein Problem mit euch. Na, ruf mal die Authorities. Die hat die Seuche. Was zur Hölle? Jetzt wollen die alle was von mir. Ich hab doch... Au! Oh, jetzt hab ich die Seuche. So eine Scheiße. Ich werde wieder sterben, Leute. Ach komm, dann tötet mich. Mann, das ist doch Kacke hier. Warum werde ich... Guck mal, wie der noch guckt. Oh Gott. Oh Gott. Was? Ich lebe noch? Warum soll ich... Warum? A lovely bouquet. Guck mal, ich hab Blümchen für euch. Lass mich bitte durch. Bitte. Bitte. Warte, wo habe ich die Keule? Ich habe mir eine fette Keule gebastelt. Die ist jetzt leider nicht mehr da. Doch, da haben wir doch. Da haben wir ihn doch. Die fette Keule. Oh, den Doppelnocker. Hallo. Oh Gott, ich werde sterben. Oh nein. Hey, was ist los? Oh, der geht schon kaputt. Was zum... Oh, Arthur. Ja, wie gesagt, das ist die Krankheit. Seht ihr? Das ist vorhin auch passiert. Wahrscheinlich bin ich jetzt tot. Ja. Ja. Arthur Hastings ist... Ja. Ist in den Urlaub gegangen, um sich von einer unerwarteten Verletzung am Kopf zu erholen. Ach Kinder, was ist das für eine Scheiße? Ja, wir leben aber definitiv jetzt noch. So ist es ja nicht. Wir sind nicht ganz tot. Aber wir müssen irgendwie diese blöden Constables erledigen. Oh, guck mal, was ich verloren habe. Basic Lockpick, Gilead Pedal und Enhanced Rock. Man verliert immer mehr Items, glaube ich, wenn man stirbt. Halt mal bitte die Backen. Ist ja unglaublich. Wo ist mein Anzug jetzt? Ich hatte doch einen schönen Anzug dabei. Wo ist der hin? Ich habe nur noch meinen zerrissenen Anzug. Den haben die mir geklaut oder was? Der ist weg. Ich pack's ja nicht, du. Ein Proper Suit. Ein Torn Suit brauche ich dafür. Ja. Für den Torn Suit brauche ich einen Proper Suit und. Naja. Dann mache ich das mal so. Ich werde mir mal den hier anziehen. Ist ja unglaublich. Jetzt sind die Leute zwar böse auf mich, wenn sie mich sehen. Was? Confirmity? Confirmity. Ja, ja, ich weiß. It's actually sort of pretty. Oh, Kinder, das ist doch bescheuert. Ja, jetzt werde ich aber auch... Das werden die Leute schnell aufmerksam auf mich übrigens, wenn sie mich sehen. Hopp. Ich muss aber nur rüber und muss mir diese blöde Karte holen. Was? No room in inventory. Ach, Mann. Jetzt schmeiße ich mal was weg. Rancid Stew. Geil. Ich habe eigentlich room im inventory. Das Ding ist nur so, dass es automatisch nichts sortiert, leider. So, I'm proper suit. Dankeschön. Wollte ich mir noch einen Rancid Suit machen oder was? Ne, einen Torn Suit. Ach so, was? Jetzt habe ich ja doch zwei. Was? Bin ich denn bescheuert? Ich habe keinen Suit mehr. Und jetzt sagt ihr mir aber, ich hätte zwei. Habe ich den doch im Safe gelassen? Ist ja unglaublich. Unglaublich ist das. Ne, da ist keiner. Da ist nur das Cricket. Der Cricket-Schläger.
Ich lege immer ein paar Sachen ab. Die kann ich mir sowieso dann craften unterwegs. Allerdings, ich könnte auch Flaschen werfen. So soll das ja auch funktionieren, dass man Flaschen wirft. Die Rotten Potato. Ich glaube, das Ding ist halt, alles, was ich dabei habe, kann ich auch verlieren, wenn ich dann sterbe. Deswegen sollte ich sehen, dass ich alles ablege, was ich noch brauche. Holzkohle zum Beispiel, die finde ich nicht so oft, wie es scheint. So. Alles klar. Achso, ich wollte noch ein bisschen schlafen. Warum darf ich denn hier... Ich meine, ich darf hier nirgendwo auf... Ich darf mich nirgendwo aufhalten, weil immer rege ich Misstrauen dann unter meinen Mitbürgern. Sweet dreams, Arthur. Träum süß, Arthur. Und er hat keinen Durst. Okay. Was liegt denn hier? Oh, Sneakers. Ach nee, die waren kaputt, oder? Wo sind die denn jetzt? Da. Nee, die waren zerstört schon. Ja, ich hoffe mal, es tut sich noch ein bisschen was. Definitiv. Also, muss ich ja was tun. Weil es ist noch sehr komisch. Zum Beispiel zerstörte Gegenstände kann man immer noch aufheben, obwohl ich das sehr, sehr unsinnig finde. Ebenso ist es dann doch schwierig, an gewisse Gegenstände ranzukommen, beziehungsweise wenn man eine Hauptquest verhauen hat, dann ist es... Oh, was war das denn? Das war der Tag-Nacht-Wechsel. Das ist auch noch ein bisschen holprig. Es ist unmöglich, jetzt noch die Quest zu lösen für mich, glaube ich, weil dieser Typ, den ich ja hätte retten sollen und nicht retten konnte dank der Krankheit, der ist jetzt sozusagen unrettbar, oder wie? Er steht da rum. Der wurde nämlich vorhin von 3-4 Typen verhauen, die musste ich dann erledigen, aber ich bin leider währenddessen gestorben. Und dann kam direkt Quest Failed. Ja. Das wollte ich euch ja sagen. Sehr, sehr schade. Naja, ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Vielleicht wird es ja zurückgesetzt nach ein paar Tagen. Und wir können das alles nochmal machen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert bisher. Auch wenn ein paar Leute sagen, nee, sie sind enttäuscht. Das war ganz anders, als man das auf der E3-Präsentation gesehen hat. Also ich bin angetan. Ich bin recht angetan von dem Spiel bisher. Macht einen sehr guten Eindruck. So, holen wir uns ein bisschen Honig. Wenn ich wüsste, wie man die aufsplittet. Warte mal. Jetzt. Nee, where's the power ist immer noch. Muss ja im Endeffekt fliehen dann hier, ne? Das Ding ist halt... Die sind jetzt alle aufmerksam auf mich, weil ich den Anzug anhabe, oder wie? Diesen zerrissenen Anzug. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich darf ich ja jetzt dann, wenn ich... Da, guck, die sind alle aggressiv. Weemeat? Was ist Weemeat? Das soll es, sie sollen grün oder was? Esst ihr euch gegenseitig? Wäre ja eigentlich nur konsequent, oder? In der Zukunft. Wenn tote Menschen zu Essen verarbeitet werden, weil ich schätze mal schon, dass es irgendwann hier zu Engpässen kommt. Ja, die sind alle so aggressiv. Ich bin so nett, ja. Ich habe nur ein paar umgebracht von euch, aber trotzdem bin ich ein netter Mensch. Ich bin eine frohe Natur. Ich sage ja, um da reinzukommen, muss ich mir wahrscheinlich Joy reinziehen und den Anzug anhaben. Dann werden die mich als Bürger anerkennen, diese Constables. Und dann, nur dann, darf ich mir Honig holen. Äpfel meine ich doch, beziehungsweise und eine Keycard. Denn ansonsten wird das ein bisschen schwierig hier. You got it. I know you do. You have the precious fluid. The precious. You got the precious. Oh, beautiful honey. Scrumptious honey. Jetzt ziehe ich mir schon mal den schönen Anzug an. What would I do without you? What would I do without you? Reicht das? Das reicht. Okay. So, jetzt bin ich ja fast gerüstet, um da unten... Oh, ich hoffe nicht, dass ich jetzt gerade zu nah an das Ding reingelaufen bin, wo die Krankheit war. Diese Plague. Das wirkt schon ziemlich schnell, muss ich sagen, diese Krankheit. Und es scheint keine Gegenmittel dagegen zu geben. Aber ihr seht schon, das ist halt sehr viel hin und her gerenne. Was mich jetzt gar nicht stört. Es ist halt wie ein Open-World-Rollenspiel einfach. Und das macht es gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach. Was mit den Frames? Ach, die müssen sich erst wieder ein bisschen stabilisieren, so wie es aussieht. Ja, die werden gerade von Sekunde zu Sekunde immer höher. Gut. Hab. Alles klaro, dann... Runter zu den Constables. Schade, dass ich da keine Markierung habe auf dem Kompass. Aber auch das ist, denke ich mal, ausbesserungswürdig. Und ich schätze jetzt einfach mal, dass die da was machen werden.
So, wie gesagt, wenn ich unter Joy stehe, dann werde ich wohl ganz easy hier reinkommen. Da ist aber die Frage, was würdet ihr tun in so einer Situation? Würdet ihr euch das Joy wieder reinziehen, um dann ganz normal wieder zur Gesellschaft zu hören? Auch wenn es eine kaputte Gesellschaft ist, selbstverständlich, aber... Nom. Happiness is a choice. Jetzt ist alles schön. Guck mal. Ja, darf ich jetzt hier rein, ihr Arschbacken? Couldn't be better, thanks. Na, ich muss das Pick locken. There you are. Right as rain, sir. Right as rain. Oh, Teargas Grenade. Das Ding, ich kann... Ah, na gut. Ich kann mir doch einzelne rausnehmen. So. Danke, Sir. Oh, hört mal die Musik. Alles ding, die ding, die ding. Alles ist schön, alles ist gut. Und ich bin schon wieder müde, Mann. Ich hab erst 8, 9 Stunden geschlafen. Guck mal. Und schon wieder müde. Was ist denn hier nicht richtig? Oh. I actually think you owed me a bit of money. When I find you, you're gonna wish you never lived. Der ist schon ein bisschen tot, der Constable, ne? Ist euch aufgefallen? Hey, Constable. Na? Constable. Ich hab was für Sie. Stirbt doch endlich. Oh. Oh Mann. Ja, du kannst nichts machen. Was ist jetzt los? Ich habe Entzugserscheinungen von Joy oder wie? Ist nicht mein Problem, wenn du den Boden festhängst, Kumpel. Was war's? Eine Screw? Screw you, man. Ha, die kann man stapeln, 20-fach. Eine Schraube, das ist ja interessant. Da kommen bestimmt noch mehr Möglichkeiten dazu. Was? Was? Was hast du denn alles? Der hat einen Constables Hut? Aha. Eine Officer Keycard, die brauche ich. 5 Schrauben hat er. Alkohol, eine Glühbirne, eine Joy-Pille natürlich. Ja, war auch nicht alles zu erwarten. Eine Bobby-Whistle. Okay, die hat einfach keine Haltbarkeit. Und dann muss ich noch ein bisschen Platz schaffen. Oh, trink mal ein paar Schluck. Hm, was kann ich noch essen? Rancid Stew? Wahrscheinlich werde ich jetzt eine Magenverstimmung bekommen. Ja. Well, ja, ja, komm. Wieder gut, ne? Ja, schön. Den Alkohol, den kannst du mal behalten. Constables, die Alkohol saufen. Wo gibt's denn sowas? Nehme ich mal den Padded Suit? Wo kann ich denn den Helm jetzt hinpacken? Kann ich mir nicht anziehen, wahrscheinlich. Oh. Lockpicking. Aha. Oh. Ein Apfel. Wie viel kann ich denn davon? Warte. 5. Ah, sehr schön. Wunderbar. Eine Stahlschaufel. Ja, dann habe ich den Leuten jetzt hier einen Gefallen getan, nehme ich mal an. Könnte sich hier schön Äpfel besorgen. Ha, wunderbar. Habe ich da noch Platz? Nein. Taschenlampe. Ich brauche mehr Äpfel, Kinder. Nehme ich mal die Dirty Bandage raus. Das ist ja auch ein bisschen widerlich, ne? Steel Banger. Oh. Canteen. Was ist jetzt ein Banger? Ach so, wow, das sind Granaten? Ich habe Granaten gefunden. Das ist ja fantastisch. Warte mal, da werde ich mal so einen Branch vielleicht. Ist zwar schade drum, aber... Ach du heilige Scheibe, bin gleich der... Ein Banger habe ich gefunden. Das ist geil.
So, warte. So, ich brauche die Taschenlampe nicht wirklich. Nein. Ach, die braucht zwei Plätze. Das ist ja ganz gut, dass ich die da drin habe im Inventar. Und die Stahlschaufel hätte ich gerne noch. Aber da muss ich wahrscheinlich wieder viel wegwerfen. Ich habe den Cricketschläger ja dabei. So, eine Stahlschaufel. Das ist viel besser. Dann kann ich nämlich graben. Ah, da sind schon die Fliegen drauf. Ach, du heiliger Bimbam. Strange how everyone looks the same. You feel tired. I wonder if that's just a side effect that's stuck. Er ist immer tired. Das ist doch alles gut. So, dann will ich noch ganz kurz versuchen. Piss off, you. Piss du mal auf, ja. Ich komm hier eh nicht rauf, Leute. Alles cool. Hier ist gar kein Bett. Was willst du? Was? Boah! Ich will nicht schon wieder die Seuche! Verpiss dich! Boah! Du bist Seuchenherd! Du bist ein verfluchter Seuchenherd! Der ist ja gut, ich weiß, ich weiß. Ich bin sehr auffallend gerade, weil ich diesen Anzug trage. Aber ganz ehrlich, wow. Ey, die schmeißen mit Steinen auf mich. So weit kommt's ja noch. Ich sehe euch. Wie viel sind das denn? Oh, wow. Ey. Alter, ich schwöre dir. Ich kenne da nichts. Au. Lady. Please don't. Ja. Die ist unconscious nur? Okay. Da habe ich sie ja nicht mal getötet. Bin ich zufrieden mit. Nee, nee, nee. Also wenn mir so kommt, ne? Hey. I'm calling the authorities. Mach das bitte, ja. Wenn ich dir mal was erzähle, wie scheiße ihr alle seid. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Ich würde mich ja gerne irgendwo hinlegen, aber scheinbar ist es hier gerade nicht möglich, wenn hier die ganze Zeit der Punk abgeht. Hallo, ich fühle mich durstig. Sag mal. Das ist irgendwie ein bisschen lästig, dass man sich hier immer so schnell schlafen legen muss, finde ich ja leider. Don't eat meat! Au. You're not wanted here. Hehehe. Boah, Kinder, man kann sich aber auch nicht mal ganz kurz die Augen ausruhen. Oh nein, ich wollte schon sagen, da passe ich dann neben dem durch. Hey, 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 hey. Alles gut, ja? Alles gut. Ich werfe euch gleich ein paar Tränengasgranaten um die Ohren. Ich schwöre euch das. Sag mal, da rennt dieser Verseuchte wieder hinter mir her. Also ja, es ist noch nicht sehr gut ausbalanciert, merkt ihr selber. Na, mal sehen, Leute. Ich würde mal so sagen, wir schauen mal, ob es noch ein Part gibt. Ich kann es nicht versprechen. Oh, habt ihr das gesehen? Weil es ist offensichtlich noch nicht ganz fertig, das Spiel. Ja, muss man ganz klar sagen. Der hat ja auch die Seuche. Und... ich weiß halt nicht, ob ich jetzt noch Lust habe, mich hier da groß rumzuschlagen mit. Also ja, wenn es der letzte Part ist, dann versteht das. Ich werde es natürlich machen, wenn es dann vollwertig rauskommt, das Spiel. Wenn es eine Vollversion gibt. Ansonsten mal sehen. Weil ich kann ja die Hauptquest jetzt offensichtlich nicht weitermachen. Und nochmal von vorne, muss ja auch nicht sein. Es ist nämlich gerade noch ein bisschen störrisch alles. Es lässt mich einfach jetzt nicht weitermachen. Auf meine Weise. Ich werde natürlich in Zukunft dann ein bisschen sozialer spielen, sage ich mal. Und die Leute nicht gleich über den Haufen... kloppen und prügeln, treten, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich will mich jetzt einfach nur ins Bett legen. Apple Pie. Apple Pie. Geil. Smash Potato. Na gut, Leute. Werdet wahrscheinlich gleich wieder sterben. Ja. Guck mal, die sind schon wieder aggro alle, aber jetzt kann ich wenigstens wieder
Wops ein bisschen laufen, ohne gleich wieder tot umzufallen durch Müdigkeit. Und die hängen immer wieder die Fallen auf. War ein bisschen ärgerlich. Ja, wie gesagt, da ist der Anzug dran schuld. Ich kann es nicht ändern. Gut, Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu We Happy Few oder einem anderen Spiel, weil das wird vielleicht der letzte Part gewesen sein. Ich weiß nicht. Wie gesagt, Hauptquest ist erstmal nicht mehr. Where's the power? Das geht nicht. Und ich kann ihn schlecht töten, diesen Fuzzi, ne? Naja. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.